jede Menge Soldaten, die traurig auf den Boden gucken scheinbar. Ja, manche bewachen ja aber auch dementsprechend die Eingänge. Hallo. Zuerst dachten wir, unser Feind käme aus Korinth. Wir marschierten zu ihnen, aber sie griffen von überall an. Über die Flanken, von hinten, bei Nacht und sogar am helllichten Tag. Ja, das ist das Chaos, in dem sich die Welt momentan befindet, leider. Pelanatal. Ah, der Magier hatte leider nichts Wichtiges für uns. Kann ja auch mal durchaus sein, dass so ein Magier hier einfach mal einen blauen Stab in der Hand hat, ne? Ich meine, ich kann mich jetzt ja wirklich, was blaue Items angeht, nicht beschweren. Deswegen tue ich es auch einfach mal nicht. Aber wenn wir auch ein blaues Item finden würden, was uns was bringt, hätte ich auch nichts gegen tatsächlich. Hier gab es scheinbar schon einen Kampf. Die spartanischen Soldaten haben gesiegt. Momentan sind unsere Wölfe sogar schon stark genug, dass sie schon Sachen machen können, während ich hier ein bisschen loote. Oh, aber wenn Zentauren dazukommen, dann sollte ich vielleicht doch ein bisschen helfen. Zentauren sind nämlich wesentlich stärker als Satyren. Und kommen jetzt ab hier dann auch immer mal wieder vor. Gut, was haben wir hier? Hier auch nochmal mit plus 11% Bewegung sogar, aber für Nahkämpfer und das auch. Ach, ist das schön, hier bei Sonnenuntergang auf dem Pelanatal rumzulaufen. Ist das nicht einfach eine herrliche Atmosphäre? Titan Quester ist so wirklich so ein Hack'n'Slay. Es gibt ja viele Hack'n'Slays, die sind ja so wirklich auf Fast Pace, ja, und killen und weiter, killen weiter, killen weiter und Hauptsache Slash und Mash und so. Titan Quest ist da ganz anders. Das ist wirklich ein absolut entspanntes Hack'n'Slay. Während die Hauptaufgabe natürlich trotzdem drin besteht, hier Gegner zu töten und so weiter, kann man auch wirklich einfach mal die schöne Atmosphäre hier genießen. Vielleicht bin ich da auch voreingenommen, weil ich das Spiel seit meiner Kindheit spiele und das einfach auch Nostalgie bei mir auslöst, das Spiel zu spielen. Aber ich finde vor allem, wenn man eben ohne Mods das Vanilla Titan Quest spielt, ist es doch sehr entspannt, ja, mit der Monsteranzahl. Vor allem, wenn man halt weiß, wie es mit Mods ist. Gut, dieser gelbe Kreis mit einem Ausrufezeichen, da seht ihr schon Nessus Zentaurenanführer, bedeutet immer ein Boss. Das heißt, zu diesem Bereich werden wir noch nicht gehen. Wir werden nämlich zuerst alles andere säubern und danach gegen den Boss kämpfen. Damit ich ja auch schön vielleicht Cliffhanger-mäßig den Part beenden kann und erst im nächsten Part dann gegen den Boss kämpfe. Da habt ihr nämlich einen Grund mehr, dann im nächsten Part wieder einzuschalten. Ist doch auch mal was. Bei Fallensteller muss man aufpassen. Wenn die einen Speer in der Hand haben, sind es meistens Fallensteller. Und Fallensteller, ja, wie der Name schon sagt, die stellen dir eine Falle, sie können dich einnetzen. Im anderen Let's Play war das kein Problem für uns, weil Jäger da etwas gegen haben in ihrem Fähigkeitsbaum. Aber wir leider nicht. Wir können uns dann wirklich für diese Zeit gar nicht bewegen. Und das dauert dann eine Weile, bis man wieder freikommt. Ach, und hier haben wir sogar schon jemanden. Hippias. Ich machte meinen morgendlichen Spaziergang, als ich auf diese Monster stieß. Als ich mit denen fertig war, dachte ich mir, ich sollte ein wenig ausruhen. Also, ist Hippias doch kein alter Sack, der nichts mehr drauf hat? Er hat's doch noch drauf. Brauche aber auch noch so ein paar Monstern schon erstmal eine kleine Pause, während wir hier noch fröhlich weitergehen können. Ohne jemals eine Pause einlegen zu müssen, theoretisch. Oder sagen wir erst nach Partende, ja. Hier haben wir ein kleines Satyrenlager, wo auch wieder ein Wächter drin ist. Aber wie gesagt, schaut mal auf die Lebensanzeige und seht, wie stark unsere Wölfe schon sind. Mal ganz zu schweigen von den ganzen passiven Sachen, die wir ihnen noch beibringen können. Perlen der Energie. Was haben wir für Perlen?
Okay, 19 Energie weniger, dafür mehr Energieregeneration. Ich würde sagen, die nehmen wir. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass wir überhaupt schon ein Amulett gefunden haben. Wann ist das denn passiert? Ist mir irgendwie entgangen. Erweckter toter Frostleich ist unser größtes getötetes Monster. Das wird sich ändern, wenn wir gleich gegen Nessus kämpfen. Dann wird der nämlich da drin stehen, mit Sicherheit. Das ist so der erste, etwas schwierigere Boss. Weil der allererste Boss, den wir in Helos besiegt haben, das war natürlich mehr so ein Tutorial-Boss nur. Der ist mit Absicht so gemacht worden, dass man auch ohne eine Fähigkeit zu skillen ihn schon besiegen kann. Das wird bei Nessus dann ein bisschen schwieriger. Sehr gut, dann haben wir das Gebiet. Ne, hier ist noch was Schwarzes. Da müssen wir noch einmal ganz kurz hingehen und das säubern. Und dann haben wir das Gebiet vollständig geschafft und dann geht es hier oben auch schon zum Bosskampf. Wie schnell die Zeit doch vergeht. Da ist er. Seid ihr bereit? Diese Helfer, die er hat, da ist das Problem, was ich darin sehe, dass er die jedes Mal auch wieder neu holen kann, theoretisch. Man kann aber ein paar von ihnen töten, ohne dass er sie neu holt. Also jeder Boss hat so seine Fähigkeiten. Man muss versuchen, das zu durchschauen und ein bestmögliches Kampfschema zu finden. Dementsprechend töte ich mal einen Fallensteller zumindest schon mal. Und jetzt konzentrieren wir uns auf Nessus selbst. Leider schießen die Bogenschützen da hinten auf meinen Wolf. Deswegen ist er jetzt auch schon tot. Dann hole ich mal einen neuen. Noch tanken wir ganz gut durch, auch als Magier. Aber die Bogenschützen, die sind echt sehr... Die machen sehr, sehr viel Schaden. Ihr seht, unsere Begleiter sind noch lange nicht stark genug. Kurz die Flucht ergreifen, ich hole mal nochmal einen neuen Wolf. So, und jetzt müsste es eigentlich passen. Okay, wir haben ihn. Aber ihr seht, das hat einiges an Tränken gekostet. Er droppt einen Zentauren-Kyros. Und der einen Bogen der Fähigkeit. Da braucht man aber auch Stärke für, deswegen ist der Zentauren-Kyros nicht so wichtig für uns. Wenigstens bringt er Geld. Und hier haben wir unsere erste königliche Truhe. Ja, die beste Truhe, die man haben kann im Spiel. Von den Truhen her. Du hast keinen Platz mehr. Dann sortiere ich hier mal ein bisschen. Das musste man eben auch früher alles noch manuell machen. Denn das automatische Sortieren, das gab es da noch nicht. So, jetzt passen da wieder zweimal Sachen, die jeweils zweimal zwei Kästchen groß sind, rein. Sehr gut. Allerdings haben wir, glaube ich, nichts für uns. Doch, das ist gut. Schützender einfacher Umhang der Ausdauer. Zwei mehr Rüstungen, zusätzlich noch Blitzwiderstand und noch Leben. Her damit. Und dann gibt es hier nochmal so ein paar kleinere Truhen. Da kann ja auch mal was Nettes drin sein. So, da wir sowieso zurück nach Sparta müssen, weil wir jetzt mit Leonidas sprechen können, tue ich das jetzt mal hier. Und dann gehen wir bei der Gelegenheit auch gleich verkaufen. Und zwar, wenn wir jetzt mal zuerst mit Leonidas sprechen. Ihr habt auch noch was Neues zu sagen? Ich werde dir die Wahrheit sagen. Ach so, nein, das ist das Gleiche. Ich sage dir, Fremder, wir haben... Okay, sie sagen das Gleiche nochmal. Scheinbar werden bei manchen von denen wird das dann nochmal gelb. Aber du hast jetzt was anderes zu sagen, oder? Jetzt, nachdem ich Nessus besiegt habe. Du hast ihn also umgebracht. Ich muss sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass du das schaffen würdest. Du bist kein Spartaner. Sprich mit dem General, wenn es sein muss. Aber beeil dich. Leonidas ist ein beschäftigter Mann. Okay, mach ich. Und jetzt lassen die Wachen uns durch. Jetzt fühlt ihr euch gut, ja? Die haben übrigens einen geilen Helm. Ich glaube, der Helm von denen ist auch ein Helm, den man in Titan Quest finden kann. Aber ich glaube, es ist ein lilanes Item. Also... von der besten Kategorie, die nur möglich ist. Hallo Leonidas. Du bist also derjenige, der den Centaur besiegt hat. Ich hatte gedacht, dass nur ein Krieger Spartas solch eine Aufgabe bewältigen kann. Du bist also in Diomedes Auftrag hier. Nun gut. Ich werde ein paar meiner Männer schicken, die sein Dorf verteidigen sollen.
Dies ist nicht die erste Bitte um Unterstützung, die ich erhalten habe. Diese Bestien sind jetzt überall. Und die faulen Bürger, die über die Disziplin der Spartaner gespottet hatten, jammern jetzt nach Hilfe. Egal. Diese Kreaturen werden noch den Tag bereuen, an dem sie es gewagt haben, spartanischen Boden zu betreten. Du musst nun zum Orakel von Delphi reisen. Es wird wissen, wo diese Monster herkommen. Ich würde einen spartanischen Krieger schicken, aber ich brauche alle für den Kampf. Geh nach Megara und such meinen alten Freund Timon. Er kann dir helfen, ein anständiges Opfer für das Orakel zu besorgen. Junger Krieger, vergiss nicht. In Tapferkeit wird man nicht geboren, man wächst hinein. Das sind weise Worte von Leonidas. Gut, dann geht's jetzt... Ach, jetzt werde ich zum CSGO-Spielen eingeladen. Nein, jetzt nicht. Ich bin doch ganz offensichtlich in einem anderen Spiel drin. Gut. Wir müssen also auf nach Megara. Und dementsprechend haben wir aber tatsächlich als Questbelohnung, und das kommt nicht oft vor, einen ungenutzten Fertigkeitspunkt jetzt erhalten. Manchmal kriegt man nämlich Fähigkeits- oder Attributspunkte, wenn man das macht. Und dann würde ich ganz einfach mal sagen, könnten wir jetzt einen Punkt in Zerfleischer reinsetzen. Unseren Wolf nochmal neu beschwören. Und jetzt hat unser Wolf eben auch die Fähigkeit, Blutungsschaden zu machen. Wunderbar. Ja, schau dich ruhig um. Hier hatten wir ja gesagt, dass wir alles verkaufen wollen. Ne, da muss ich ja nicht nochmal alles, jedes einzelne durchgucken. Guten, ja? Hast du jetzt vielleicht im Sortiment etwas, was mich ansprechen würde? Ja, die Stäbe wären halt echt cool, aber es reicht leider nicht ganz, immer noch nicht ganz. Fast hätte es gereicht. Natürlich müssen wir auch die Nebenquests mit dem alten Kriegsveteranen noch abgeben. Ich habe ihn gefunden. Hippias, geht es gut? Er steht einfach nur da? Nun, ich hätte es besser wissen sollen, anstatt mir Sorgen wegen Hippias zu machen. Hier, das ist für deine Mühen. Ja, dankeschön. 2000 Gold, 500 Erfahrung. Lohnt sich also definitiv, die Quests hier zu machen. Und dann gehen wir nun noch auf... Ach so, genau. Ich habe ja extra das, den Brunnen hier gemacht, damit ich dann letzten Endes das noch mitnehmen kann. Den einfachen Umhang der Wiederherstellung ist nicht ganz so gut wie unser jetziger Umhang. Gut, dann würde ich sagen, diesen Part mache ich jetzt noch bis zum nächsten Brunnen. Der müsste meines Wissens nach da vorne irgendwo kommen. Das heißt, ein bisschen kämpfen wir uns noch durch. Das spartanische Hochland kommt jetzt und Aeacus steht hier Wache. Ja, diese Straße führt nach Delphi. Du kommst durch Megara und dann zur Küste. Wunderbar, genau da will ich hin. Und da sehen wir schon auf der Minikarte eine Höhle. Aber auch einen Brunnen. Dieses Zeichen hier ist nämlich ein Brunnen. Aber natürlich kommt zuerst die Höhle. Und das ist dann auch die erste Höhle, die nicht mit einer Quest zu tun hat. Denn wir haben ja momentan... Hier ist übrigens der Questlog. Dann kann ich dir schon nämlich zeigen, wir haben momentan keine aktiven Nebenaufgaben. Aber wir haben eine aktive Hauptaufgabe. Aber die muss ich ja nun nicht extra nochmal vorlesen. Achso, wir haben einen Schrein der Meisterschaft. Das heißt, ein Schrein der Meisterschaft bedeutet, dass man plus 4 auf alle Punkte, wo man schon mal einen Punkt reingesteckt hat, bekommt. Das heißt, wir haben jetzt unser Eichenherz ist in der Zeit jetzt 5 von 12. Unsere Wölfe 14 von 16 und auch hier haben sie jetzt schon 5 von 12. Also alles, wo ein Punkt mindestens drin steckt, wird um 4 Punkte erhöht für diese Zeit. Aber, und jetzt kommt das Lustige, und das ist auch tatsächlich, glaube ich, so gewollt von den Spielerstellern. Wenn der Schrein der Meisterschaft wieder zu Ende ist, dann ist der Wolf trotzdem noch Level 14. Ja, also einmal beschworen hält er so lange, bis er stirbt. Das heißt, während wir einen Schrein der Meisterschaft haben, bietet es sich immer an, noch einen zusätzlichen Wolf dazu zu holen. Denn wenn wir nämlich 16 von 16 Punkte rein investiert haben und einen Schrein der Meisterschaft finden, dann können wir uns einen dritten Wolf holen, ja. Denn das habe ich ja schon mal erklärt. Wenn man über das Cap geht, dann kann man sich einen dritten Wolf holen. Und
So wäre zum Beispiel eine Methode, auch ohne ein gefundenes Item über das Cap zu gehen. Und dementsprechend hätten wir dann halt so lange, bis ich das Spiel dann beende, bis der Part dann zu Ende ist, hätten wir dann auch einen dritten Wolf. Also sehr nützlich, die Meisterschaftsschreine. Für uns sogar, glaube ich, der nützlichste Schrein von allen. Ich könnte mir jetzt zumindest keinen vorstellen, der nützlicher ist. Ah, so kurz vorm Level-Up, seht ihr das? Wollen wir das noch machen? Wollen wir noch mal ganz kurz einmal einen Gegner töten, der da vorne ist? Ich habe zwar gesagt, ich mache beim nächsten Brunnen aus, aber wenn ich sowas sehe, dann triggert mich das doch sehr. Vielleicht töten wir hier die ersten Gegner, die hier vorne noch stehen. Wunderbar, mehr auch nicht. Denn hier geht es erst im nächsten Part weiter. Jetzt sind wir aber Level 7. Investieren einen in Geschicklichkeit und einen in Intelligenz. Sind dabei fast bei 100 Intelligenz. Und ich würde auch sagen, wir gehen voll auf die Wölfe. 13 von 16. Da ich ja jetzt nicht auch das Spiel beende, haben wir dann beim nächsten Mal Level 13er Wölfe. Gut, Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal im spartanischen Hochland wieder. Bis dahin, Leute, und ciao.